Servus, werte Nerdtakus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TNT Play. Jetzt habe ich mich mal vor die Konsole gesetzt und habe mir mein Spiel rausgesucht. Und zwar ist es der beliebte rote Rächer, würde ich jetzt mal sagen, einfach Deadpool aus dem Marvel-Universum. Er zieht ja immer mehr Kreise in den Cosplay-Gemeinschaften und hat eine große Beliebtheit, eine große Fangemeinde. Und deswegen habe ich mir gedacht, das Spiel werde ich mir jetzt mal einfach angucken auf der PS3. Ich habe es bis dato jetzt noch nicht gespielt, das heißt, es ist ein Blind Let's Play für mich. Ich vermute mal, es wird jetzt in der gleichen Richtung funktionieren wie andere, ja, ich würde jetzt mal sagen Brawler. Wie die Batman-Reihe jetzt hier, die für die PS3 rausgekommen ist. Oder Wolverine, das habe ich jetzt letztes gespielt, das müsste in die gleiche Richtung gehen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Er soll halt eben wirklich den wirklichen Deadpool zeigen, wie er ist. Das hat mir jedenfalls Toshi und Kanna schon gesagt, die haben schon gespielt, von denen habe ich es mir rausgeliehen. Ich will jetzt auch keine großartigen Reden schwingen und lange rumpalavern hier, deswegen starten wir jetzt einfach mal direkt das Spiel. Ich habe die ganzen Einstellungen schon jetzt vorgenommen, mit Helligkeit und sonst was, das interessiert euch ja sowieso nicht. Man kann jetzt natürlich wieder den Kampagnenmodus wählen, Challenges, das sind wahrscheinlich wieder irgendwelche üblichen Aufgaben und natürlich die Settings dürfen nicht fehlen und die Extras. Ich weiß jetzt nicht, was Extras sind, das sind wahrscheinlich ja, irgendwelche Biografien, Bilder, Charakterzeichnungen oder sonst was, die Publisher dann mit reingebracht haben. Aber wie gesagt, wir starten jetzt einfach mal die Kampagne. Home Sweet Home. Jetzt bin ich mal gespannt, was auf mich dazu kommt. Ja, normalerweise würde ich jetzt Veteran spielen. Ja, nicht unbedingt gerade, aber ich möchte mich jetzt hier nicht direkt blamieren. Deswegen werde ich jetzt... Ah, okay. Dann nehme ich doch Veteran. Das ist wahrscheinlich das Normale oder die mittlere Schwierigkeit. Also ganz so einfach möchte ich es jetzt nicht haben. Das Spiel ist jetzt aus dem Hause, was war es jetzt mal, Activision, und hat den begehrten Major Button erhalten, das heißt Bad Language, viel Blut und viel nackte Haut, also nach früheren Standards. Oh, Logan ist auch mit von der Partie. Ja, klar. War ja gemeinschaftlich mit Deadpool in dem Weapon X Project drin, wo er seine Fähigkeiten ja herbekommen hat. Was wir jetzt im Laufe des Spiels natürlich dann herausfinden werden, wie er zu dem geworden ist, der jetzt ist. Deadpool, es ist Peter Della Penna von High Moon Studios. You know, the guy you kept calling dickhead when you cornered me in the parking lot the other night? Anyway, I looked over your proposal. Not gonna pretend I understand any of it, but the answer is no. We're gonna pass on your big game idea. What? He said no? That was our chance to be in our own video game. Maybe we shouldn't have written the proposal in crayon. Relax. You know he's gonna call back. Oh, yeah, because of the... Deadpool! Hey, it's Peter. You know, dickhead. Der geht schon mal auch nicht wirklich an sein Telefon und lässt immer nur den Anrufbeantworter dran gehen. Such a joker, because I meant yes, of course. The new proposal you sent over this morning went off with a big bang in the office today. Genius, just genius. So, sum it up, congratulations. Eine nette Waffenausrüstung hat er da. Wohnt etwas runtergekommen. Ich würde mal sagen, das ist der Messi-Stil, wo er jetzt gerade momentan drin wohnt. Man sieht ja schon, da läuft das Wasser aus den Decken heraus und die Tapeten hängen von der Wand runter. Also das ist jetzt nicht gerade sehr wohnlich, aber was braucht denn der Superheld von heute schon mehr? In der rechten Ecke sieht man ein kleines Hündchen rumlaufen. Ein Haustier auch noch. Amazing is more Spider-Man's thing, really. Yeah, right. What's so amazing about that geek? Well, superhuman strength. Soll ich den Link an das Logstick benutzen, damit er sich mal ein bisschen in Bewegung setzt? You guys tracking my every move now? But I haven't even accomplished anything in this game yet.
Und schwupps, da habe ich schon die erste Trophäe erhalten. Daran seht ihr es, ich habe es bis jetzt noch nicht gespielt. Und schwupps, habe ich die nächste Trophäe erhalten. Mein Gott, hier hagelt es ja schon jetzt Trophäen. Hey Player, sit your ass down. L1 to Watch TV. My TV didn't work, so I kicked it. And it started working again. I'm sorry. Deadpool, branded as both hero and villain. Deadpool was once a badass mercenary named Wade. Da gibt's jetzt einige Ausschnitte aus den Comics zu Death Note. Death Note, sag ich schon. Deadpool. Experiments that gave him awesome regenerative powers and drove him batshit crazy. Today the Merc with a mouth travels the globe in search of fortune. And Chimichangas. Hoffentlich zieht sich das jetzt nicht die ganze Zeit durch und das ganze Play wird jetzt nur aus diesen Szenen bestehen. Ich hoffe mal, dass ich auch zum Spielen kommen werde. Ansonsten kann man sagen, ich habe wunderschöne Cutscenes gesehen. So, jetzt kann ich. Können wir auch zum Wowi gehen? Ja, wir können zum Wowi gehen. L2 können wir dann. For Doggy Style. Aha. So, how's the ball looking coming? Red Rocket, Red Rocket! You just sit tight and I won't have to shoot you. Okay, mit dem rechten Stick könnt ihr dann auf jeden Fall die Kamera bewegen. Links könnt ihr euch bewegen, wie üblich halt eben. Jetzt gucken wir, was müssen wir denn jetzt hier tun? Wonder what's in here. Ah, das wunderschöne Bart könnt ihr euch jetzt auch mit ansehen. Mit einer nicht identifizierbaren Brühe. Ich hoffe nicht, dass er jetzt dann wen kann ich hier töten? Why would anybody want to see that? I sure as hell don't. Why do they think I wear a goddamn mask? Da konntet ihr jetzt gerade mal sehen, wie Death Note unter der Maske aussieht. Ja, Death Note, Deadpool. Leute, ihr merkt's, ich bin wieder komplett raus, wie üblich. Es ist doch mal schön, der erste Charakter. Schön, einen Sensorbalken, den man nach seinen eigenen Vorstellungen länger und kürzer ziehen kann. Ja, es ist das erste Spiel, wo man auf Klo gehen kann. Oder auch zur Not in dem Moment mit seinem Handy spielen kann. Ja, man hat bei Deadpool scheinbar sehr viele Freiheiten. Okay, aber wir wollen ja mal endlich mal ein bisschen was vom Spiel sehen. Würde ich jetzt mal so sagen, wenn ich jetzt mal hier wüsste, wie man hier rauskommt. Let's see what's behind door number one. Schöne Wandkarikatur, Waffenarsenal hier. Holy Gunboner! Aha. This is what it's all about. Look at all this fine weaponry. Hier hat er seine verschiedenen Anzüge. Starting to get the feeling that no love was put into my apartment. Ich habe wieder verbalen Durchfall, habe ich. Meine Güte. So. Sein Schwert lässt er scheinbar stehen. Braucht er hier scheinbar nicht für. Nehmen wir mal die nächste Tür. Wir sind gerade in der Küche angekommen. Ja, wunderbar. Wir können in den Kühlschrank gucken. What's this? Wichtige Sachen. Milch für den starken Knochenaufbau. Okay, und natürlich Alkohol. Good. The mustard is still here. Und trinken kann man natürlich. Ah. Mit einer gewissen Wirkung. Ja, wunderbar. Alright, I got it. Now what? Aber durch seine Heilungsfähigkeiten hat er so und so, glaube ich, kann er sich selber gar nicht betrinken, so wie ich das in Erinnerung habe. Ja, mit einem großen Schwert hat er natürlich seine Pizza zerteilt. Deadpool-like. So. Aber man hört auf jeden Fall schon irgendwo die Türe klingeln, wenn ich jetzt die Türe noch finden würde. Könnte ich auch bestimmt die Tür aufmachen? Ja. All right already. Ah,
underwear? Are you trying to say underwear? Hello, sir. I have a package that... So do I. Yoink! Package! Freundlich wie eh und je, der Deadpool. As I suspected. Words. Everywhere. Lame. We should read some of them. Fine. Scene one. Dark and stormy night. Deadpool is contracted to kill media mogul Chance White, who is blah, 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 diddy, blah, blah. Don't need that. Edit that. Ah, crayons. Very classy. Why are we trying to kill what's-his-face? Who cares? I'm making art. Ja, stimmt, ich habe das irgendwann mal gelesen, dass Deadpool der einzige Charakter ist, der weiß, dass er sich in einem Comic befindet. Und deswegen sind seine Sprechblasen auch nicht weiß wie andere, sondern gelb. Ich hoffe jetzt mal, dass ich jetzt mal langsam in die Action einsteigen kann, sonst ist das Video irgendwann komplett vorbei. Und ich habe noch nichts gemacht. Aha. Wunderbar, jetzt geht's los. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum Tutorial. Kann ich mal angucken, wie das aussieht. I only play PC games. Hey, there's some text. Player, read that shit. Do whatever High Moon says. Sweet, jump button. Doppelsprung haben wir auch. Aha, schlagen. Umso öfter man ein Viereck drückt, umso mehr Schläge führt er aus. Dreieck sind wahrscheinlich die super starken Attacken. Ja, das sind die kräftigen Attacken. Man kann die auch wieder wie üblich kombinieren, also sprich, wenn man Dreieck und Viereck zusammen kombiniert. Hey, mix our light and heavy attacks together and see what happens. Habe ich mir fast gedacht, das ist also von der Art her wie die meisten, ich würde mal sagen, jetzt einfach Kampfspiele. In dieser Richtung. Ich kenne jetzt den richtigen Begriff davon nicht. Ah, teleportieren hat er auch noch drauf. Mein Güte, hat der alles für Fähigkeiten. Deswegen ist er einfach nur awesome. Ah, okay, ich kann mich hinter die Gegner teleportieren und die natürlich dann so angreifen. Das ist gut. Okay, we get it. Buttons do stuff. Let's move on. What did you have in mind? Wie man jetzt gerade oben rechts sieht, sammeln wir scheinbar Deadpool Points. Ich schätze mal, da kannst du irgendwelche Sachen mit freischalten dann. Jetzt haben wir eine Kiste gekriegt, jetzt kann ich reingucken, was da drin ist. Bin mal gespannt. Es könnte eine Luftburg sein. Ja. Und die müssen wir noch aufpusten. Whew. Sometimes it's the setup work that'll get you all tuckered out. Ich finde die Sprüche so geil, die der Mann bringt. Oh, guck mal, jetzt kann man sogar auf der Hüpfburg. Boing, boing, boing. Springen ist das nicht schön. Boing, boing, boing. So, und was bringt's mir jetzt hier gerade? Ah, okay, es ist jetzt hier offen. Jetzt kommen wir mal hier raus. Hey, we don't take fall damage, so go nuts. Gucken wir mal, wo können wir denn jetzt überlang hier? Aha, ich glaube, ich habe eine Idee. Springst du wohl da drüber, mein Gott. Oder auch nicht. Ooh, an unsuspecting bad guy. Let's stealth kill him. Okay, jetzt kannst du den wahrscheinlich leise töten. R1 zum Töten.
exekutieren. In my game, you get points for killing baddies. Ah, ja. Waffen. Yeah, and you spend those points to get cool upgrades to make us more badass. That is impossible. Yeah, but it's called progression in games. Da sind wir diese Deadpool Points. Hey player, open up the upgrade menu and see what we can buy. Ah, und jetzt geht's los. Schütz mal. Start. Nee. Select. Da kann man jetzt für die Punkte kann man jetzt verschiedene Waffen dann kaufen. Das habe ich mir fast gedacht. Was nehmen wir denn? Ich bin mehr so der Fan von ganz normalen Handwaffen, also keine Schusswaffen. Deswegen nehmen wir die beliebten Size. Was ich scheinbar nicht darf, aber ich darf Granaten kaufen. Gut. The more bad guys we kill, the more upgrades we can unlock and purchase with our points. Ah, okay. Wird also mehr freigeschaltet, sobald wir mehr Gegner erledigt haben. Wie gesagt, es ist jetzt ein Blind Let's Play, deswegen erzähle ich auch sehr viel dabei. Und laufe manchmal etwas unkoordiniert durch die Gegend, weil ich selber nicht weiß, wo ich lang muss. Aber scheinbar müssen wir jetzt wieder nach oben. Ich hoffe, dass wir jetzt in der Zeit noch es schaffen sollten, die erste Mission anzureißen. Das wäre natürlich mal wenigstens für alle Leute mal spannend, die das Spiel noch nicht kennen. Okay, Glass. Tap jump while jumping towards a wall to perform a wall jump. Tada! Wall jump, gegen die Wand springen und einfach wieder zurück. Jetzt bin ich gespannt, wo muss ich denn jetzt? Oh, darüber. Und, okay. Ich darf nicht vergessen, dass der auch Doppelsprung beherrscht, sonst falle ich garantiert irgendwo runter, wo man auch einen Doppelsprung hätte machen können. So, wo sind wir denn jetzt? If it were me, I'd chain wall jumps together. Ihr merkt, ich laufe jetzt gerade relativ straight hier durch, weil ich jetzt mal wirklich wissen will, wie es halt geht. Wie gesagt, wenn man solche Spiele schon in dieser Richtung mal gespielt hat, ist es keine Schwierigkeit, sich damit zurechtzufinden, was man da tun muss und sonst was. Also das ist doch relativ bekannt. Es geht leicht von Hand, sage ich das einfach mal so. Laws of physics be damned. Doppeljump. Wo soll ich denn einen Doppeljump hinmachen? Ah, okay. Uiuiui. Das war knapp. Oh, and hold the jump button to mantle up ledges. Okay, so kommst du hoch. Puh! Doppeljump kommst du auch dann mit Treppen hier mit hoch. An entrance. Und L2 kann ich die Leiter hochklettern. Time to go. Ein kleines Paketchen boom. Mit einer Sprengbombe und Rakatatong. Die bösen Buben wurden gerade überrascht und da war der Schrei. That's what happens when you mix C4 with a bean burrito. Now be honest, I'm not the only one with a little bit of shit in their pants right now, am I? What the hell is that? Wie gesagt, die Steuerung ist halt eben altbekannt, also wenn man es wirklich durch andere Spiele schon kennt. Ich finde, dass dieses Teleportieren macht das Spiel sehr dynamisch, auf jeden Fall. Ein Stück weit blutig ist es jetzt auch, aber ich finde nicht so der Rede wert. Ich frage mich eigentlich, ob der irgendwann später neuere Attacken lernen kann, also sprich nicht nur das gleiche, sondern irgendwie variieren kann. Neue Kombinationsmöglichkeiten, also der Fähigkeiten. So. Wo man hin muss man selber rausfinden, es gibt keine Karte scheinbar. Aber
Ich glaube, dass das Spiel ziemlich linear aufgebaut ist. Also. Jetzt hier die Batman-Spiele waren genauso. Das Wolverine-Spiel, was ich gespielt habe, war auch ebenfalls sehr linear. Oh, Kombos, das heißt also, ich kann wahrscheinlich. Umso mehr Hits ich mache, umso länger wird die Kombo, umso mehr Punkte kriege ich wahrscheinlich. Dann laufen wir mal jetzt hier den Marmorweg entlang. Ah, okay. Das habe ich wahrscheinlich gerade, wo ich ganz am Erzählen war und sonst was nicht mitbekommen. Man kann auch scheinbar, wenn die jetzt angreifen, Kreis drücken und dann wird man automatisch zum Gegner hin teleportiert. Sie haben gerade die Fahrschule geschlossen, das heißt, ich komme da nicht durch. Or we could find a way to shut down power to the entire building. That would force a system reset, bringing power back to the elevator. I like this guy. We should keep him around. To maintenance! So, Shooter! Shooter! Oh, das war die Granate. Entschuldigung, das war aus Shooter-Zeiten, da drückt man halt eben noch eine andere Taste. Okay. Jetzt habe ich das Schießen mal wieder gefunden. Oh, triffst du nicht. Sagt er. Bei solchen Spielen. Das kommt mir so bekannt vor, mit dem dahin teleportieren und sonst was. Oh, ich geh gleich drauf. Wie kann in Deadpool draufgehen? Er ist unsterblich. Gut. Das hat nicht so richtig funktioniert. Wir wollen jetzt wirklich das Tutorial noch abschließen. Ich glaube, man kriegt jetzt also einen leichten Eindruck von dem Spiel. Wird es wahrscheinlich weiterspielen. Somebody get down there and shoot this clown! I am not a clown, sir! Ah, that Spiel hat ein Auto im Okay. My favorite bullet. Can you send it back? Wesentlich einfacher. Oh. No, wait. It's out of goddamn ammo. Was man jetzt hier so schön sieht, der Damage wird halt eben, dann geht eben die Klamotten kaputt und das zeigt dann eben die Damage oder man, nee. Erzähl Blödsinn, vergesst es. Ich habe wieder volle Energie, aber der Anzug bleibt trotzdem kaputt. Das finde ich schön. Dass jetzt der Anzug sich nicht auch wieder repariert. Oder repariert er sich? Doch, der repariert sich auch langsam. Yeah, something like that.
Draw, cowboy! Suck it, gravity! Aha, man hat auch noch Momentum, das heißt, irgendwie eine Spezialattacke, die man ausführen kann. My, what big generators you have. Is that code? Nah, innuendo. Innuendo, innuendo. If I cut you, do you not bleed? Okay. Ich laufe hier gerade wie ein bisschen falsch hier rum. Nicht sicher, wo ich lang muss, aber man sieht, man findet trotzdem noch den Weg einfach. Ach, jetzt muss ich auch noch den Hebel ziehen. Ich kann ja wirklich nichts alleine. I'll bet those elevators work again. I'm so smart. Which one of you pinheads shut down the damn power? Ach ja, das macht halt eben sehr cool aus. Die Sprüche da drin. Let's try something a little fancy. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt die Momentum-Attacke. Zack, das kann ich dann einsetzen, wenn es mehrere. Wenn ich von Gegnern umzingelt bin, kann ich sie einsetzen, um mich dann freizuschlagen. My combos mean more Deadpool points, which mean more awesome upgrades. Got it! Ja, da hat gerade der Sprecher das jetzt bestätigt, was ich gesagt habe. Umso mehr Deadpool Points ich habe, umso mehr kann ich dann Waffen kaufen und durch die Kombo werden dann halt auch mehr Deadpool Points dann für mich dann freigeschaltet. Oh, look! Assholes! Jetzt haben wir hier neue Gegner, die können wahrscheinlich blocken, die haben was Neues gelernt. Sie brauchen jetzt ein bisschen länger, bis sie drauf gehen, aber wirklich Schwierigkeiten hat man auch nicht mit denen. Bis jetzt, ach, jetzt kommen wieder die putzig die Fiesen. In Kombination mit denen, die blocken können, das ist schon schön. So, dann geht's mal. Und auf die Seite. Kommen wir mal schön hoch zu schreiben, wenn ich das überlebe überhaupt. Sagen wir doch mal so. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass ich das nicht überlebe, wenn ich das hier weitermache. Ja, das habe ich mir fast gedacht, aber... Hey, try harder. Ich würde nur sagen, wir kommen jetzt damit zum Ende. So, das war jetzt auf jeden Fall mein erstes TNT-Play. Und ich wollte euch einfach mal das Spiel Deadpool vorstellen, weil ich selber noch nicht gespielt habe. Dachte ich mir einfach mal, vielleicht geht es euch genauso. Und ihr sagt, das Spiel will ich jetzt auch weiter spielen, weil ich werde es auf jeden Fall tun. Am Donnerstag erwartet euch jetzt, beziehungsweise morgen, erwartet euch dann unser Recap-Video zur Konichi 2015. Ja, Leute, ich weiß es, wir sind verdammt spät dran. Aber, wie Toshin kann ja schon gesagt haben, die waren mitten im Umzug und ich kann euch sagen, es war sehr chaotisch. Nicht wundern, wir mussten leider etwas umdisponieren. Das heißt, wir wollten eigentlich am Dienstag die Folge rausbringen.